Meine Güte! Ja, also der schon, ich nicht. Willkommen zu einem neuen Video von LaeKimLoL. Diesmal wieder in OMSI 2 und wir sind hier mit einem Mercedes C2 Solobus unterwegs. Ich glaube, wir sind die noch nie gefahren in der BVG-Variante mit den alten Sitzen und habe hier eine Werbung rausgesucht, der ja, Sportmetropole Berlin. Und das ist eine Werbung vom Land Berlin. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich so eine Videos wieder beginne. Ich habe einfach nur verlernt, YouTube-Videos zu machen. Ja gut, ja, ich habe hier schon den Fahrplan angenommen. Muss mich wieder in OMSI 2 angewöhnen. Ich werde auf dem Weg so ein bisschen erklären, warum wenig Videos kommen und warum jetzt genau das Video kommt. Das werde ich euch so ein bisschen erklären. Wir fahren mit einem C2 Solo. Mit den alten Sitzen, Innenraum. Ja. Würde ich mal sagen, wie ein C2 halt. Wir fahren hier auch mit Licht. Mit am Morgen. Das ist der M29er. C2G habe ich auch schon gesagt. Ja. Ihr seht, seht ihr nichts. Die Wolken so ein bisschen verändert und natürlich meine eigene Aedlis plus noch den. Der Motor ist ein bisschen. Ja gut, OMSI. Muss ich wirklich wieder an OMSI gewöhnen. Liebes Spiel. Lädt er denn überhaupt danach? Gut, warte. So. Rüsten wir mal auf. So, wollte gerade da. Pin habe ich mir wenigstens gemerkt. Ne, nicht 111. Mann. 10, Route 1 nehme ich mal an. Nope. 1. Mann. Hallo. Warum kann... Liebes Ibis. Ja gut, Ibis ist abgeschmiert. Nicht mal das Ibis. So, hier. So, nochmal. 110, Route 2 war das. Ja. Gut, da haben wir es. Wir müssen wahrscheinlich... Ah, das ist der M29er. Müssen wahrscheinlich hier drehen. Hier ist unsere Anzeige. Klar, mit diesem komischen Dingens hier. Ist zwar ein bisschen blöd, muss ich noch rauslöschen. Aber gut. So, das größte Problem hieran ist, ist das für eine Linie wahrscheinlich X10er. Mann, ich will mal gucken, was das für Linien sind. Das ist für mich interessant. Nee, das ist Betriebsfahrt. Warum?
Leute, wirklich, wirklich. Dieser Simulator macht mich... Warum? Ah. Nee, nee, lauft ruhig. Nee, 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 nee. Was macht ihr denn? Ich glaube, ich bleib schon an der Haltestelle. So, das ist mal wieder Omsi 2. Oh. So wie ihr es mögt. Ich habe wieder mal nicht genug vorbereitet. So, dann haben wir hier im Innenraum auch Licht. Und können gleich abfahren, um genau zu sein jetzt. Wir haben 4 Minuten Verspätung. Oder warte, wir machen es mal folgendermaßen. Ach Leute, wirklich. Ich kann nicht mehr Omsi spielen, so 5 Uhr, ja, meine ich ja. 5 Uhr 13, 0. Ja, ich habe die Hilfspfeile ausgemacht, weil ich der Überzeugung bin, dass ich ohne Hilfspfeile in Berlin X10 zurechtkomme. Obwohl ich schon so lange... Ich habe tatsächlich Omsi kaum gespielt. Ich glaube, ich habe es... Keine Ahnung, wie lange ich es nicht gespielt habe. Ja, es tut mir wie gesagt leid, dass so selten Videos kommen. Ich merke auch, dass meine Aufrufe drastisch abgestiegen sind. Was ja auch in Ordnung ist. Ich mache halt leider in letzter Zeit sehr, sehr selten Videos. Es tut mir leid. Ja, ich möchte mich aber bedanken. Das ist auch eigentlich auch der Anlass dieses Videos. Und zwar für 800 Abonnenten. Das ist wirklich heftig, was ich... was wir da erreicht haben. Der fällt ja auch gut. Dankeschön. Mit 800 Abonnenten, da bin ich richtig stolz drauf und ich Hallo. Will mich bei euch wirklich bedanken für 800 Abonnenten. Und ich mache natürlich weiter. Es ist halt jetzt nur ja, ich bin langsam aus meinem aus der Schule raus, ergo. Ich bin schon raus aus der Schule und das heißt dann natürlich auch, dass noch seltener Videos kommen und da kann ich leider schon im Voraus sagen, es werden, wie ihr gemerkt habt, deutlich weniger Videos kommen, als ihr halt früher gewohnt wart. So, der Bus ist ein bisschen laut. Elgersburger Straße. Ende der Umleitung. Halt, 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 halt. Omsi, wirklich. Nichts mit der Elgersburger... Doch, Elgersburger Straße. Müssen wir jetzt abbiegen? Ich weiß es gar nicht. Ich versuche erstmal ohne Hilfspfeile. Hallo? Das ist die Elgersburger Straße. Das ist die Ersatzhaltestelle, nicht wahr? Der will schon, dass ich hier abbiege, nehme ich mal an. Ich wollte gerade sagen. Er will, dass ich hier abbiege. Oh Mann, hey. Ja, das zum Thema. Ich kenne mich hier auf der Karte gut aus. Oh, Leute, wirklich. Oh. Muss noch der Typ mit der... Der Typ aus Spandau. Oh.
Bordstein mitgenommen. Herrlich. Aber hier kommt irgendwo die Haltestelle. Boah, fährt der Scheiße. Ja, ja. Boah, was ist das denn jetzt hier? Könnt ihr... Nein, jetzt wieder fährt. Könnt ihr gerne aussteigen, will aber niemand aussteigen, also... Hallo. Also irgendwie mit den Anzeigen. Keine Ahnung, die sind irgendwie kaputt. Ich habe da wahrscheinlich irgendwas dran gemacht. Dann funktionieren halt die Anzeigenende nicht. Aber die Ansagen funktionieren. Oh, ja, gut. Konzentration wäre alles. Ja, wie gesagt, Videos kommen selten. Ich weiß, und das ist auch blöd für euch und so weiter. Das Ding ist halt... Hertha-Straße. Was ich, das Einzige, was ich dazu sagen kann, wenn ich halt keine Lust dazu habe, dann bringt es auch gar nichts, Videos zu machen. Weil... Ja, es ist halt nun mal leider schwierig gerade und deshalb bitte ich um Entschuldigung und ich sage euch ja, ihr könnt euch gerne, ein Aston Martin, ihr könnt euch gerne meine alten Videos anschauen, die schon vor, keine Ahnung, sucht doch einfach ein paar Videos raus, zur Not kann ich auch eine Liste machen, zum Beispiel, was ich sehr, sehr doll empfehlen kann. Was auch amüsant ist, sind die Videos mit Remajor Mark und SnowRunner und auch, keine Ahnung, The Cool Motor Fest ist auch ganz interessant. Also von der Story her, Forza-Videos, mehr. Also wenn ihr euch für Forza interessiert, ich mache auch Forza-Videos, aber ich sag euch jetzt so, die unterhaltsamsten sind, ja, die Videos mit Remajor Mark und SnowRunner und... Schaut gerne auf meinem Zweitkanal vorbei. Muss ich hier jetzt abbiegen? Nach links oder nach rechts? Nach links. Sieht stark danach aus. Ich bin um sie nicht mehr gewöhnt, wirklich. Ja, gut. Lädt erstmal alles Mögliche nach. Na, also hier lang nehme ich mal an. Boah, fährt der Scheiße. Nein, ja, der fährt der. Ja, Mann, Fred. Du hast schon gewonnen, oder was? Nee. Wangenheimstraße. Boah. So, ihr habt wahrscheinlich... Ah ja, noch eine kurze Werbung. Ich habe auch TikTok. Und da lade ich auch Videos hoch. Und zwar... Ja genau, ich lade Videos hoch. Zum Beispiel habe ich sehr, sehr viele Videos über den BVG-Doppeldeckerbus hochgeladen. In Bulgarien, in Sofia, da fährt er nämlich. Ihr habt hoffentlich mein Video gesehen. Über den Doppeldeckerbus, beide Videos. Ja, ich hoffe, die gefallen euch, beide Videos. Einmal die Mitfahrt des Doppeldeckerbusses und einmal quasi meine, wo ich auch mit reingesprochen habe. Und auf TikTok gibt es dann quasi nochmal... Ja, ein paar Videos über den Doppeldeckerbus und mit Musik unterspielt und also mit Musik. Grieserplatz. Und genau, das würde ich hier, also schaut gerne auf meinem TikTok-Kanal vorbei. Ja, mehr habe ich eigentlich nicht so zu sagen. Ja, was GTA angeht, überlege ich es mir noch. Ihr habt ja mein GTA-Video gesehen. Schreibt da einfach nur, keine Ahnung, schreibt da einfach nur unter dem, am besten unter dem GTA-Video, wünscht euch noch mehr GTA oder soll ich es ganz sein lassen auf meinem Kanal oder soll ich es auf meinem Zweitkanal machen?
Was mit Remanger Mark und Oscar angeht, mal sehen, wann ich mit denen ein Video mache. Geplant war auf seinem Kanal ein Weltretro-Video. Ob ich das dann letztendlich, wir haben das noch nicht gemacht, ob das dann letztendlich wir wirklich dann ein Video machen, das weiß ich tatsächlich nicht. Genau. Auf jeden Fall schaut euch gerne auch die Videos von Remanger Mark an. Da bin ich auch gut dabei. Er spielt auch ja, ein bisschen Hitman. Ja. Link zu seinem Kanal ist in der Videobeschreibung. Wenn ich schon von ihm rede jetzt, es gibt eigentlich gar keinen Bezug. Ich muss nicht über ihn reden, aber meine Güte, er ist ein guter Freund. Und ja, seine Videos sind auch nicht schlecht, sagen wir so. Oh. Da fährt die 481 vorbei, als Ringbahn wahrscheinlich, nehme ich mal an. S42, ja. Apropos Ringbahn und S-Bahn, ich würde nämlich gerne auch ein paar Trainsim World Videos machen. Das Ding ist halt, es gibt ein Train Simulator Classic mit S-Bahn Berlin von Train Team Berlin. Will ich gerne ein paar Aufnahmen machen. Das Ding ist halt, es gibt ein Szenario Treffen der Generation. Da brauche ich die Baureihe 611. Die habe ich nicht. Das ist halt das Ding. Und deshalb muss ich halt so ein bisschen gucken, was ich da so jetzt ja zeige. Zeigen habe ich eigentlich genug. Also ja, mir fehlen halt nur die Szenarien. Cool wäre, wenn ich mal selber ein Szenario machen würde. Aber darf ich hier nur 30 fahren? Ich weiß es gar nicht. Jetzt darf ich auf jeden Fall nur 30 fahren. Ja, wenn ich mal ein eigenes Szenario mache. Ich hätte da auch schon eine Idee, aber das mache ich nicht. Das mache ich dann, wenn ein TSW irgendwann erst beim Berlin kommt oder wenn ich mal. Also der TSW-Editor, der ist deutlich, deutlich einfacher. Also der TSW-Szenarien-Editor. Vielleicht kommt auch irgendwann in The Bus was. Mal sehen. Genau. Ist jetzt geradeaus? Ich glaube schon. Boah, hochmoderne Autos hier. Tesla und so ein Citroën. Und noch ein Mercedes G-Klasse in der Betriebsfahrt. Oh, wir haben grün. Weh, der fährt rüber. Apropos KI-Autos. Ich habe vor, mir noch ein neues KI-Pack zu holen. Das wird aber, keine Ahnung, in den nächsten Monaten sein. Also ich weiß nicht, ob es in einem Monat sein wird, in einem halben Monat oder in zwei Monaten oder halt irgendwann auf unbefristete Zeit sein. Ist wieder so ein KI-Pack. Guten Morgen. Ist wieder so ein KI-Pack, wo die dann halt Autos nur durch die Gegend fahren. Ich weiß, für manche ist das wirklich sinnlos. Für KI-Autos Geld auszugeben. Aber für mich ist halt wichtig, dass die Städte halt komplett belebt sind. Mich stört auch die Parkliste, aber wenn ich die verändere, dann funktioniert die komplette Karte nicht, wenn ich da irgendeinen Fehler mache. U-Bahnhof Adenauerplatz. Deshalb mache ich halt nur die AI-List. Und darum. Boah, das ist meine Güte! Ja, also der schon, ich nicht. Theoretisch hätten wir jetzt einen Unfall. Ja gut, es wollen trotzdem alle raus. Meine Güte. Der zieht da einfach rein. So, ich muss gar keinen Blinker setzen. Bist du bescheuert? Ich hab dich überfahren.
Oder fast. Also, wir hätten einen Unfall gehabt, hätte ich nicht Kollision aus. Ja, jetzt fährst du einfach weiter. Ich hab's mir schon beinahe gedacht, dass ich bald den Bordstein mitnehme. So, ein bisschen weit vorn gehalten. Gibt es hier irgendwelche Busse, die uns entgegenkommen? Nee, werden wahrscheinlich noch. Ich habe eigentlich nichts mehr zu erzählen. Heißt, auf dem Kudamm bin ich leise. Oliver Platz. Apropos Kudamm, ich bin doch nicht leise auf dem Kudamm. Da parken nämlich, also habe ich schon den ein oder anderen Wagen gesehen, sagen wir es so. Der. Da ist ein Taxi. Ein oder anderen Wagen gesehen, der luxuriös war. Beziehungsweise, ich habe halt sowas wie sehr, sehr viele luxuriöse Mercedes gesehen. Ja. Es ist bekannt, dass der Kudamm, dass am Kudamm viele teure und schöne Autos parken. Vielleicht mache ich darüber auch noch ein Video. Also nicht über den Kudamm und die schönen Autos, sondern über schöne Autos in Forsa. Vielleicht finden wir hier welche, vielleicht fahren da welche rum. Mal hier zum Beispiel der hier. Ja, okay. Der hier weniger, aber trotzdem. Richtig alter LKW. Berlin-Spandau. Leibtreustraße. So. Beispiel, was leider halt so ist bei Omsi, muss man sich dran gewöhnen, sind halt die ganzen Bugs. Zum Beispiel hier. Ja, hier sieht man's. Also, ja. Ich weiß halt nicht. Irgendwie Omsi 2 macht mir persönlich leider nicht mehr so viel Spaß. Es tut mir halt leid. Also ich weiß, dass die meisten bei mir Omsi 2 gucken, besonders Berlin X10 und auch generell Berliner Karten. Deshalb mache ich jetzt auch das Video, um halt die meisten Leute zu erreichen. Und ich glaube auch, das habe ich hiermit auch erreicht. Genau. Alles gut um sie. Hallo? Hallo?
Lass mich raten, wenn ich jetzt mit der Maus irgendwas antippe, dann stürzt das Spiel ab. Wollen wir mal das Risiko eingehen? Was habe ich gesagt? Ach, herrlich. Kriegt er das noch hin? Ich würde sagen, wir sehen uns, wenn das Ding wieder neu gestartet hat. Ja, mit einem sehr, sehr langen Laderuckler. Ah ja, und jetzt funktionieren wieder die Anzeigen. Ja, genau. Ich habe einfach mal das Spiel neu gestartet. Da hinten fährt der 109er. Den hätte ich auch mit anderen Bussen nutzen können. Da fahren nämlich normalerweise VDLs rum. So. Weiter geht's. Ich muss Daumsi neu starten. Und ich hoffe, ich muss es nicht nochmal machen. Wir sind nämlich gleich da am Zoo und dann beende ich auch das Video und dann verabschiede ich mich von euch. Lädt jetzt die ganzen hohen Häuser, die den Breitscheidplatz lädt da, alles Mögliche. Kreuzung lädt da, generell. U-Bahnhof Kurfürstendamm. Ja, den Kudamm lädt auch, wo wir die ganze Zeit schon unterwegs sind. Wir müssen jetzt hier abbiegen. Oh, eine schicke G-Klasse. Wenn die neue G-Klasse in Forza reinkommt, das wäre schon echt nice. Bisher kenne ich die nur durch ein Carparking. Oh, ein Polestar. Und da kommt uns der M29er entgegen. Und wir können um die Kurve fahren. Ja gut, hätte ich auch vorausschauen können. Hier wäre... Ja, und die fährt ganz entspannt durch das Auto durch. Wer kennt es nicht? Ich hätte ja so Berlin-Linie 300 nehmen können, das ist eine modernere Karte, aber ganz ehrlich, Berlin-Linie 300 hin und her und jetzt auch noch mit einem Doppeldeckerbus, nein, 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 nein. Also, Berlin-Linie 300 mit Doppeldeckerbus, das hat ja Florian Kahle gemacht, nichts gegen ihn, ich finde den YouTuber richtig nett, korrekt und ich schaue ihn auch gerne. Falls du das siehst, Florian, ja, du machst tolle Videos. Danke für deine Videos. Und, ja, und U-Bahnhof zur meiner Meinung nach gehört da kein... Haltestelle. Meiner Meinung nach gehört da kein Doppeldeckerbus auf der Linie 300. Also, Gelenkbusse maximal... Also Gelenkbusse, nur Gelenkbusse, C2Gs, da fahren ja jetzt nur noch C2Gs. Die Linie 300 war, liebes Spiel, die Linie 300 war ja mal eine... Die Linie 300 war ja mal eine reine Elektrobuslinie, wo dann nur E-Zeter rausgefahren sind. Die fahren jetzt auf der Linie 250 in Pankow. Glaube ich.
Und deshalb fahren die jetzt nicht mehr auf der 300, stattdessen fahren da T2Gs. Was ich cool finden würde, was mich enorm freuen würde, was die BVG machen könnte, wäre endlich mal auf den, nicht nur auf den Linien M29 und so weiter, klar ist auch eine Touristenlinie, einigermaßen, aber am wichtigsten ist halt die Linie 100. Wenn die, selbst wenn die als, ich weiß jetzt tatsächlich nicht, welche Busse auf der Linie 300 fahren, ich glaube, vor ein paar Monaten waren es C2Gs, was jetzt für Busse fahren, und Scanias, aber was jetzt für Busse fahren, weiß ich tatsächlich nicht. Herzallee, Endhaltestelle, bitte aussteigen. Terminus, so. Please leave. Fahren wir unter der Brücke hier durch. Da hier gar keiner ist, nehme ich mal an. Jo. Okay, gut. Jetzt können wir uns von unserer Performance verabschieden. Weil jetzt geht's auf den Betriebshof. Und da ist alles andere als performancefreundlich. Da fährt der M45er ab. Ah, es geht ja direkt noch. Und sogar noch ein Doppeldeckerbus. Wo muss ich lang? Hier lang wahrscheinlich. Ich rate einfach mal. So. So, okay, gut. Jetzt würde ich gerne wissen, warum ist da ein Doppeldeckerbus? Welche Linie ist das? Ah, Linie 200 Doppeldeckerbus. Das ist wahrscheinlich die Abschiedsfahrt. Also, sagen wir so, diese Busse wirklich. Ich war ja da drin. Es ist so grandios, wirklich. Ich konnte mich kaum daran erinnern an die Busse und dann bin ich nach Bulgarien gekommen, Sofia, und sehe diese Schönheit. Also, meine Lieblingsbusse sind ja C2Gs von der BVG. Das sind eigentlich meine Lieblingsbusse, generell C2s. Aber nichts kann diesen wunderschönen Doppeldeckerbus überbieten. Gut, dann würde ich sagen, wir fahren noch ein bisschen vor und haben Pause. Sofern ich hier... So, und haben Pause. Können uns hier ein bisschen umschauen und dann würde ich sagen, für euch, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Jetzt wisst ihr hoffentlich, warum ich so selten Videos mache und habt auch ein paar Informationen bekommen. Das ist für mich auch wichtig, dass ihr halt dann so ein Aufklärungsvideo bekommt, warum ich nicht so viele Videos mache. Weil ich finde, das geht euch sehr wohl was an, weil, ja, ihr habt ja diesen Kanal abonniert. Das heißt, ja, ihr wollt auch was geboten bekommen, beziehungsweise wenigstens wissen, warum ich so wenige Videos mache. Deshalb würde ich sagen, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert mich. Tschüss, sagt Lekimlol.